Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mulibamba erneut. Das ist unser 18. Tag und ja, der 3.10. auch Tag der Deutschen Einheit. Wird wahrscheinlich jeder wissen. Und ja, zurzeit sieht es echt ziemlich gut aus bei uns. Also wir steigen immer mehr. Und zwar mal ab und zu ein paar Niederlagen, aber sonst läuft es eigentlich ziemlich grün, sage ich mal. Und ja, mal gucken, wie lange wir heute machen. Also ich denke mal nicht so lange, weil es ist schon ziemlich spät, ich muss morgen wieder arbeiten. Vielleicht wird es nur ein Spiel. Also ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, aber besser als kein Spiel. Wir müssen natürlich unsere Challenge durchziehen. So, dann kurz mein Telefonstückchen weiter weglegen. Nicht, dass ihr hier so ein Tutgeräusch hört. So, mein Getränk auffüllen. Und dann sollte es auch schon langsam losgehen mit dem Game. Tja, gegen wen würde ich gerne jetzt spielen? Das ist die Frage. Terraner sind ziemlich stressig. Zergs sind noch ziemlich schwierig. Und Protoss, naja. Also ich glaube, ich würde das nicht so schlimmste Übel nehmen. Ich würde, glaube ich, gegen Zerg spielen, oder? Na, mal sehen. Wir lassen uns überraschen. Ich habe heute mal ein bisschen mit Robot Archon-Modus aufgenommen. Oh, wir kriegen Terraner. Also Stressspiel, sehr schön. Und es ist auch ganz witzig eigentlich, Archon-Modus. Also es ist gar nicht so einfach, zu zweit zu spielen, eine Rasse. Also muss sich wirklich einer muss sich komplett auf das Mikromanage konzentrieren und der andere komplett auf das Makro. Weil sonst kommt man sich absolut in die Quere. Und man muss ihn immer den anderen machen lassen. So, so gut, lucky fan. Wir spielen gegen Terraner. Und ja. Nicht genügend Mineralien. Alles so nicht genügend wie gehabt. Mineralien. Machen nicht zu. Wir exen später, also nach dem zweiten Gate. Und ja, haben es jetzt nichts weiter geändert. Höchstens, wir werden höchstens auf Archon und Immortal Zealots gehen, wenn er zu viele Marauder hat. Weil das ist viel stärker. Gegen Terraner. Ich hoffe mal, der ist nicht so dropgeil und hier schickt uns Widowmines und. Okay, er scoutet mit dem WWF. Da kommt wahrscheinlich kein Reaper. Oder doch? Oder will also unser Ex denyen, die wir eh viel später nehmen? Was nicht so schlimm für uns ist. Kein. Eure Sonden werden angegriffen. Schnell wieder weg. Das war doof. Nochmal Chrono boosten, die Echo. Dann sind wir eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Nehmen wir Pylon. Ich denke mal, wird unten unser Ex ein bisschen delayed haben. Was uns jetzt nicht weiter stört. Nee, hat er nicht. Gibt's mehr Stalker? Na? Ist irgendwas zu spät? Hm, keine Ahnung. Der Reaper müsste dann auch gleich auftauchen. Wir brauchen weiter Stalker. Ich bin hier. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Kein Reaper bis jetzt. Gehen wir mal rüber schauen. Doch, einen müssen wir noch bauen. Eine Sonde müssen wir noch bauen. Die baut uns dann unser Exe. Was ist. Kein Reaper. Das ist schon ein bisschen komisch. Ah, Bunker ist da. Schade. Brauchen wir schnell noch einen Robo. Und beginnen wieder Sonden zu bauen. Wir sind eins.
Zeit auf mich. Weil hier ein Drop kommt, deswegen stellen wir uns hier einfach schön auf. Hat auch hier viele Marines, also so viel Angst habe ich jetzt noch nicht vor dem Drop. Gleich unsere Gates aufklappen, nehmen die nächsten zwei Gates. Und Bruno boosten gleich unser. Das Ding. Das brauchen wir unbedingt. Machen Drone Slide. Bauen auf jeden Fall noch eine Pylone. Vielleicht noch nicht. Was mit dem Sterblichen? Oder boosten nochmal unser Echo. Und zwei Stalker. Falls das kommen sollte. Bauen jetzt das für Kolossis. Erneut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht. So, scouten wir schnell rein. Wir sehen, steht da nichts, das ist nicht gut. Was ist euer Begehr? Exobaute? Das ist doch. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin Herr. Ich bin hier in die Schatten. Ich will den jetzt alle. So, wir brauchen unseren ersten Kolossi. Der Nachteil ist, wir haben zu wenig Gas. Ah, da war ordentlich verloren. Ah, wir auch. Hätten wir zweite Schildbatterie gebraucht. Kommen wir noch zwei dazu. Hat wie gesagt auch alles verloren, also so ist jetzt nicht. Kommt auf jeden Fall nochmal. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Sollten wir aber trotzdem gleich safe sein. So, wo ist denn mein Eure werden angegriffen. Was ist euer? Ich bin hier in den Schatten. Also der Terraner ist nicht schlecht. Dritter hat er wahrscheinlich schon. Wir brauchen jetzt Upgrades. Und unbedingt Mekolossis. Oh ja. Wie ist es? Jetzt kommt er. Aufpassen, sind hier auch Liberator dabei. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
es auch schon. Nicht ziehen lassen. Shit, das war dumm. Das war richtig doof von mir. Wir haben zwar seine Echoline gekriegt, aber nichts weiter. Upgrade schon. Nein. Shit. Ach, ich hasse die Dinger. Jetzt geht's wieder los in den Terraner-Gedönse. Ja, man kann da nicht fighten unter diesen Scheißdingern. GG. Alter. Dieses scheiß Spielzeug von Terrana. Ihr könnt einfach nur kotzen mit diesen scheiß Liberator. Vorhin, ich war vorne. Ganze Weile, bis der Terrano Liberator hat und dann ist es vorbei. Ey, ich könnte einfach nur kotzen. Er muss damit nichts können, er bleibt einfach drunter stehen. Ich raste aus, ey. So, ist ein Spiel nur noch. Boah. Nicht, ey. Also diese Einheit müssen sie killen. Das ist ja ein Witz.
ist absolut ein Witz, diese Einheit, ey. Na gut, vergessen wir das Spiel und spielen jetzt gegen Zerg. Dann kommen noch mehr kurz. Liberator. Idiot, auf diese Idee gekommen ist, ey. Komm, wir geben den Terranern eine Einheit, die ganz einfach ist. Stellen sie einfach hin. Noch mehr Siege-Einheiten. Man, wir haben ja auch Widowmines noch. Oh, na ja. Also wie die Terraner rumnurgeln würden, wenn der Disruptor so eine Siege-Einheit gewesen wäre. Die man einfach irgendwo hinstellt und dann in der Luft schwebt und dann... Naja, egal. Ich bin nicht ruhig. Triple X, hä? Hm. Ach, echt jetzt? Ich weiß aber schon, dass er noch keinen Pool hatte. Und noch keine dritte. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mein Leben für Ajur! Durchkommen. Würde ich schon sagen. Die Erstgeborenen werden auf. Das wollte ich brauchen. So, und jetzt kommen meine Echse. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Die Templer rücken vor. Unser Denken gleicht sich. Vorwärts! Niemand kann uns aufhalten. Hor Salah! Ich bin hier in den Schatten. Feindkontakt! Für den Ruhm! So soll es geschehen. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Hor Salah! Gebt uns einen Auftrag. So soll es geschehen. Okay. Niemand kann uns aufhalten. Vorwärts! Was ist euch? Spiegel. Viel länger dauert es hier. Hat er noch nicht gehabt? Ehre den Deiner. Keine Ahnung, was das jetzt gerade ist für ein Spiel. Wir machen Two Ways All-In raus. Ja.
Lernen werden auch siegen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Viele Dinge. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin die Stimme. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Erneut dienen. Ihr müsst zusätzlich. Ich muss hier gleich umlegen kommen. Wir dienen mit Stolz. Nimmt auf jeden Fall eine dritte. Hat schon eine dritte. Ja, da wird er jetzt sterben. Viel zu viele Linge. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ehre den Deiner. Eure Krieger bekämpfen Deiner. Upgrade durchgeführt. Niemand kann uns aufhalten. Die Templer rücken vor. Vorwärts! Fuck. Für den Ruhm. Die erste. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hat man nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Ehre den. Ihr habt nicht genügend mit. Die Erstgeborenen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. Mineralienfeld erschöpft. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ehre den Dalai Lama. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Unser Denker gibt uns einen Auftrag. Da brauchen wir nicht viel mehr, Bro. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Hohen die Erstgeborenen werden auch siegen. Leben kann. Ehre den Dalai Lama. Was wünscht ihr? Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ich bin. Keine Ahnung, was das heißt. Tja, wir bleiben anscheinend bei 4200 MMR. Ja. Die 1 Spieler. Na, ja. Ein Punkt weniger als wir. Tja, hat er nicht mit gerechnet. Hat er zu viel Länge gebaut. Ich hätte auch fast mein Wurfprism verloren. Echt fast schief gegangen.
Na gut, für mich reicht's heute wieder. So, morgen, ich hoffe, morgen gibt es wieder Livestream. Da muss ich mal gucken, dass ich abends dann auch wieder eine Folge aufnehme. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Mutti Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss, tschüss.